Ja, Michi, jetzt zwei Spiele sind rum in der Playdown-Serie gegen den EHC Freiburg. Spiel 1 konnten wir mit 3:1 für uns entscheiden. Gestern dann die Niederlage in Freiburg 3:0. Wie fällt dein Resümee aus für die beiden Spiele? Ja, es waren wie erwartet die zwei ganz, ganz engen Spiele, sehr taktisch geprägt. Am Freitag hatten wir dann das bessere Ende. Die ersten 30 Minuten hatte Freiburg, wie schon oft erwähnt, den besseren Start. Wir sind dann nach dem Tor, nach einem kleinen Weckruf, sind wir richtig gut ins Spiel gekommen und haben dann letztendlich auch am Freitag verdient gewonnen. Am Sonntag das erwartet schwere Spiel auswärts und wie auch schon immer gesagt, wir haben das Gleiche zu erwarten gehabt wie am Freitag, war wieder sehr taktisch diszipliniertes Spiel auf beiden Seiten und diesmal mit dem besseren Ausgang für Freiburg. Die zwei Mannschaften bewegen sich auf Augenhöhe und wird es eine ganz, ganz enge und ausgeglichene Serie. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt in beiden Gefühlen so in beiden Spielen das Gefühl, dass beide Teams hätten gewinnen können. Also wir waren vielleicht am Freitag schlussendlich der verdiente Sieger, genauso wie Freiburg gestern der verdiente Sieger war. Aber es wäre für beide Mannschaften trotz alledem auch jeweils auswärts ein Sieg möglich gewesen. Ja, ganz klar. Meistens ist immer ein normaler psychologischer Vorteil, dass ein Spiel, wer das erste Tor schießt, gut, das hat diesmal hat es auch so Freiburg gemacht und hat dann das zweite Tor geschossen, kurz dritte war leere Tor. Das kann man nicht erzählen. Ja, Freiburg hat einfach die paar Möglichkeiten, die sie gehabt haben, konsequenter genutzt. Die haben wir nicht genutzt, die haben am Freitag besser genutzt und darum war am Sonntag Freiburg da verdiente Sieger, ganz klar. Jetzt geht es morgen schon weiter. Es ist keine Zeit, um durchzuschnaufen, sage ich mal. Heute nochmal kurzes Training, wenn ich richtig informiert bin. Morgen dann um 19:30 Uhr das Spiel. Was müssen wir machen, um morgen wieder in Führung zu gehen in der Serie? Im Endeffekt, wir werden auch nichts Großes verändern. Wir werden unser Spiel so weiterspielen. Wir werden wieder versuchen, so wie am Freitag, und dann alles in die Waagschale schmeißen und dann hoffentlich auch wieder die nötigen Tore zu machen, um morgen einfach das Spiel zu gewinnen. Am Sonntag geht's, am Freitag geht es dann sicher nach Freiburg und am Sonntag nochmal ein Heimspiel. Denkst du, wie wichtig ist es, dass wir jetzt den Heimvorteil haben, weil man jetzt schon auch gesehen hat, dass ja, beide Teams zu Hause gewinnen konnten, wird die Serie wahrscheinlich durch einen Heimvorteil entschieden? Ja, ich denke, für uns ist der Heimvorteil schon enorm wichtig. Aber wie gesagt, es wird auch zu Hause sehr, sehr schwierig sein, immer Freiburg zu beschlagen. Genauso wie Freiburg natürlich nicht davon ausgehen kann, dass sie immer zu Hause gewinnen. Also, wie gesagt, die Spiele sind spitz auf Knopf und ja, es wird ganz, ganz eng. Und ich hoffe zu unseren, und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir unsere Stärken ausspielen, dass wir am Ende der Serie Sieger sind. Gut, dann vielen Dank, Michi, für deine Zeit und viel Glück vor allem am morgigen Heimspiel.